Ich wollte lesen und schreiben lernen, weil sich mein Leben dadurch verändert. Weil es eben ein Schlüssel ist, der einige Türen öffnet. Also Arbeit, privat, ja, ganzer Umfeld wird anders. Ganze Leben wird anders. Ja, und das ist wirklich kein Einzelfall. In Deutschland kann jeder siebte Erwachsene einen Text nicht ausreichend lesen und schreiben. Wie viele Menschen das betrifft, das wissen wir erst seit 2011, nämlich 7,5 Millionen Menschen deutschlandweit. Auf Berlin hochgerechnet sind das über 300.000 Erwachsene. Ich habe meinen Kurs gefunden im Internet. Ich habe einfach Lesen und Schreiben drin gegeben und dann habe ich da angerufen. Nur 1% von allen Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten gehen derzeit in Lernangebote. Viele Leute wissen auch nicht, dass es auch gute Lese- und Schreibkurse für Erwachsene gibt, in denen sie positive Lernerfahrungen machen können. Lesen und Schreiben ist ein wichtiger Teil von Grundbildung. Lesen und Schreiben sind grundlegende Fertigkeiten, um an Informationen zu kommen und an der Gesellschaft teilzuhaben. Zur Grundbildung gehören auch noch andere Fertigkeiten, wie zum Beispiel, wie starte ich einen Computer? Oder wenn ich einen Text speichere, wie kann ich die Datei danach wieder öffnen? Ja, Grundbildung umfasst viele Bereiche und ist deshalb ein Querschnittsthema. Natürlich betrifft es den Bildungsbereich, aber auch zum Beispiel Gesundheit, Justiz oder der Bereich Arbeit. Man kann sich auch vorstellen, welche sozialen Abhängigkeiten zum Beispiel in der Familie entstehen, wenn man bei Papierkram immer auf Hilfe angewiesen ist. Oder wählen zu gehen, sich bürgerschaftlich zu engagieren oder Kulturangebote zu nutzen, ist für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten tatsächlich schwierig. Ja, weil Grundbildung mit so vielen anderen Themen zu tun hat, brauchen wir die Vernetzung mit vielen verschiedenen Partnern. Ganz sicher hat auch Ihr Arbeitsbereich etwas mit dem Thema zu tun. Das Grundbildungszentrum ist die zentrale Anlaufstelle zum Thema Alphabetisierung und Grundbildung. Wir vernetzen, wir beraten, wir informieren. Berlin braucht ein Grundbildungszentrum, weil es das bisher nicht gegeben hat, weil Menschen zusammengebracht werden müssen. Das Thema ist wichtig für die Stadt. Und wir wollen es gerne bündeln in einer Hand. Dafür ist es wichtig, ein Grundbildungszentrum zu haben. Und wenn Sie viel mit Menschen arbeiten oder im Kundenkontakt stehen, dann können Sie sich in einer Schulung bei uns zum Thema professionalisieren. Die Schulung hat mir geholfen zu erkennen, wenn jemand zu mir kommt und zum Beispiel sagt, ich habe meine Brille vergessen oder ich habe andere Probleme, ich kann jetzt dieses Formular nicht ausfüllen, dass ich dann eher denke, okay, vielleicht gibt es da noch einen Bedarf und ich kann die Person vielleicht in einem stillen Moment mal ansprechen und sie auf Hilfeangebote hinweisen. Und wenn Sie einen Teil Ihrer Mitarbeitenden in einer Einrichtung geschult haben, wenn eine Einrichtung auch Ihre Infomaterialien und Ihre Ausschilderung anpasst, sodass nicht immer alles über Sprache nur funktioniert, dann können Sie bei uns das Alpha-Siegel erwerben. Das Alpha-Siegel ist ein Zeichen, was an die Eingangstür von Einrichtungen angebracht wird. Es signalisiert da, dass mit Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten kompetent und verständnisvoll umgegangen wird. Ich möchte den Menschen sagen, dass sie mehr motiviert sein sollten, um lesen und schreiben zu lernen. Sich motivieren müssen, um weiterzumachen, weiterzulernen, Umfeld ändern, ihr ganzes Leben ändern eigentlich, damit sie weiterkommen. Niemand ist gegen Alphabetisierung und Grundbildung, aber nur wenige fühlen sich verantwortlich und packen mit an. Wir können nur dann für Berlin wirklich etwas erreichen, wenn Sie alle in Ihren unterschiedlichen Bereichen Ihre Verantwortung für das Thema erkennen und annehmen. Wenn Sie also Informationen brauchen oder wenn Sie mit uns zusammenarbeiten möchten, dann melden Sie sich.